willkommen beim Telestammtisch. Wir sind hier beim Advents-Special. Ich bin der René von René's Nerdcave und zu Gast sind heute unter anderem der Till und der Yassi. Hallo. Ja, die Weihnachtszeit, der Santa Claus steht bald vor der Tür, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir quatschen heute über unsere Tops und Flops des Kinojahres 2019 und über unsere Überraschungen. Da waren auf jeden Fall allerhand sehenswerte Filme dabei. Definitiv. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann an mit den Tops, oder? Oder wollt ihr das Beste zum Schluss? Och, das ist eine gute Frage. Das Beste zum Schluss. Hätten wir vielleicht vorher klären sollen. Wollen wir nicht einfach mit den Flops anfangen? Genau, mit den Flops fangen wir an. Ich lasse euch den Vortrag. Ja, also mir ist die Entscheidung tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil ich mir nicht sicher war, welchen Film ich dieses Jahr einfach sehr schlecht fand. Tatsächlich habe ich mich allerdings für X-Men Dark Phoenix entschieden. Leider ist die große Freude im Vorfeld in sehr großer Enttäuschung gemündet. Was vor allem daran lag, dass der Film einfach eine extrem schlechte Umsetzung der Comicvorlage war. Ja, das lag gar nicht mal darstellerisch im Großteil daran. Auch der Soundtrack war eigentlich in Ordnung. Ich fand, die Effekte waren okay. Da ist man auf jeden Fall Besseres gewohnt mittlerweile. Aber was mich einfach sehr gestört hat, war das wirklich sehr durchwachsene Drehbuch, die meiner Meinung nach etwas unpassenden Schauplätze, die gewählt worden sind. Ja, und es gab relativ wenig Überraschungen. Überraschungen im Sinne von Easter Eggs, die man hätte einbauen können. Da waren zwar welche drin, aber im Großen und Ganzen ja einfach viel zu wenig. Okay. Sollte das nicht der letzte X-Men-Film werden auch? Genau, der letzte X-Men-Film. Ja, aber unter Fox. Ja, New Mutants kommt, glaube ich, noch eventuell. Ja. Okay, aber das stand ja auch noch so zur Kippe, glaube ich, wo X-Men jetzt Dark Phoenix kam. Und ich glaube, da hat man schon auch gemerkt, dass Disney hat den auch nicht vernünftig vermarktet, glaube ich, ne? Also die ganzen Fox-Filme, die noch kamen, die noch unter Fox produziert wurden, da sind viele Filme so ein bisschen unter den Tisch gefallen, glaube ich auch. Ja, die werden das jetzt einmal neu strukturieren und dann rollt der Rubel wieder. Ja. Sowieso Geldmaschine Disney. Ja, aber Dark Phoenix habe ich leider nicht gesehen und den Comic auch nicht gelesen. Ich habe zwar einiges zu Hause an Comics, aber vielleicht erst Film gucken und dann den Comic lesen. Ist man den Film auf jeden Fall noch ein bisschen, die bessere Variante, kann ich so bestätigen. Ja, wenn ich so an Civil War zum Beispiel denke, war ich allein, weil ich den Comic liebe, so enttäuscht und das ist dann immer doof. Okay, Civil War war aber auch schon mehr Geprügel als Story, also. Ja. Ich weiß nicht, wie die Comics sind. Fantastisch. So viel, ja? Ja, okay. Wirklich. Civil War 1 war wirklich ein Meilenstein damals, als es rauskam. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Muss ich mir auch mal lesen, noch durchlesen. Ja, also. Deswegen, Dark Phoenix, ja, die anderen X-Men-Filme, die letzten, waren auch ja immer sehr durchwachsen irgendwie, fand ich. Bis auf Logan. Ja, wobei, ja, Logan, wobei ist ja, Logan ist doch eine Ausnahme. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel für ein geiles Comic und eine geile Adaption. Es ist ja nicht wirklich eine Anlehnung an einen Comic anhand eines Filmes. Wir schweifen ab, aber mal, so ist es. Ist ja nicht schlimm, oder? Ich habe mich, wir schweifen doch ab. ich wollte jetzt schon ein, zwei Fragen stellen, die gehen viel zu weit weg von unserem Adventsprogramm. Dark Phoenix, ja, das Ding ist, ich habe die UCI Flat, sagt euch das was? Ja, UCI-Kino bei mir in der Nähe. Ja, das Problem ist jetzt mit dieser Karte, es ist schön günstig, du kannst viel ins Kino. Mhm. Der Nachteil ist, du siehst viel Scheiße. Das stimmt. Also, während du dir bei vielen Filmen jetzt im Vorhinein denken würdest, da gehe ich vielleicht eher nicht rein, weil das ist das Geld mir nicht wert, machst du es mit der Karte. Und deswegen ist mein Flop
definitiv, da seid ihr vielleicht nicht mal reingegangen, Head Full of Honey. Sagt euch das was? Ja, ich kenne den deutschen Film. Also das Original. Mit Til Schweiger, ne? Ist das von Til, genau. Und von Til Schweiger auch. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und Head Full of Honey ist halt auch von Til Schweiger, soweit ich weiß. Der hat sich sogar eine kleine Rolle gegeben als Kellner in dem Film. Ey, ich glaube, das war der einzige Film dieses Jahr, wo ich locker halbe Stunde vor Ende rausgegangen bin. Das war Katastrophe, da war keine Story, das ist so von Szene zu Szene dahin geplätschert. Das ist definitiv Flop, aber ich bin da auch nicht mit viel Erwartung reingegangen. Der Trailer sah sehr emotional aus, also dass das schon einen mitnehmen könnte, aber irgendwie sind alle einem am Popo vorbeigegangen, deswegen ist das mein Flop des Jahres. Ja, den hätte ich mir auch gar nicht angeguckt. Ja, ich sag ja. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich nicht mal mit einer UCI-Karte. Nee, nicht mal damit, ja, glaube ich. Meine Freundin wollte auch. Und ja. Die entscheidet mit. Ja, das ist. Ja, dieses. Vor allem das Komische ist, dass er das nochmal in Hollywood drehen lässt, quasi. Also, dass irgendwie mehr oder weniger erfolgreiche europäische Filme nochmal nach Hollywood kommen, ist ja nichts Unübliches. Aber dass der gleiche Regisseur meint, ich mach nochmal einen geilen Film. Und in Hollywood, gleiches Thema, gleicher Name. Also Honig im Kopf habe ich nicht gesehen. War der denn gut hier? Hat der gefruchtet hier in Deutschland? Wie der so allgemein angekommen ist, weiß ich gar nicht tatsächlich. Ich glaube, der Film war schon ein relativ großer Erfolg. Ja, und der ist auch schauspielerisch gerade schon ganz, ganz ordentlich gemacht. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Okay, und der dachte sich wahrscheinlich dann einfach, warum nicht dann auch international? Ja, narzisstisch wie er ist, hat er gedacht, das klappt. Ja. Ja, falsch gedacht. Ein Flop fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Bitte? Ja. Ein Flop fehlt uns noch, ne? Meiner, ja, genau. Natürlich. Genau. Ja, weiter geht's im MCU. Flop ist Captain Marvel bei mir. Oh, gute Wahl. Das Ding ist, ich bin nicht mit großen Erwartungen ran. Ich fand den Trailer schon nicht so überragend, aber ich gucke mir trotzdem jeden im Kino an vom MCU. Da bin ich dann doch zu sehr Comic-Fan und liebe es dann doch, gute Verfilmungen, so à la Winter Soldier oder sonst was, zu erwischen, die mich dann überraschen. Aber den fand ich so furchtbar. Also Brie Larson ist eigentlich eine wirklich gute Schauspielerin. Die mag ich an sich sehr gerne. Aber der Film, ich weiß nicht, der Humor ist wieder so, also es ist ja immer im MCU so, für mich zumindest so dieses Problem des Humors, der oft sehr falsch und inflationär eingesetzt wird. Aber da hat es mir überhaupt nicht gefallen und es war dann, waren es auch noch so auf die Fresse 90s, guckt mal, wie 90s wir sind und das hat mir alles nicht gefruchtet. Irgendwie war der ja, so ein, ich weiß nicht. Wobei ich da tatsächlich. Auch mit der Musikwahl, ne? Ja, genau, und ganz Musikball, zum Schluss, die wo sie, so ist jetzt kein Spoiler, aber 90s, ja, vergiss ja, das nicht, das genau. Sind die 90s. Und dann am Ende noch so ein Auf-die-Fresse-Lied, guck mal, jetzt kommt auch noch das passende Lied zum großen Thema, dass hier die Frau die Heldin ist, so das braucht es nicht. Also, wenn die irgendwie eine Frau darstellen wollen als Heldin, dann müssen die nicht irgendwie jeden zweiten Song das nochmal betonen. Also am Ende, da kam, ich weiß gar nicht, das ist I'm Just a Girl. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, das kann gut sein. Irgendwie sowas. Und das war alles so furchtbar. Und ich wäre tatsächlich fast, und das passiert mir selten, fast eingepennt. Und es war nicht spät. Ja, ich fand ihn nicht gut. Er war vorhersehbar. Das ist nicht gut, wenn man bei einem Action-Blockbuster fast einpennt. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das ist richtig. Die Atmos hätte mich wahrscheinlich schnell wieder aufgeweckt, aber ich fand den aber tatsächlich auch nicht wirklich ausschlaggebend gut. Also ich finde, es ist schon aussagekräftig genug, dass die Katze der Superstar war, oder? Ja, gut. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, ich fand auch die Harmonie zwischen Goose und Samuel L. Jackson, also Nick Fury, sehr ansprechend. Ja, das war ein Flerken, ne? Heißen die, glaube ich. Genau, ja. Flirken. Flirken oder Flirken. Ja, genau. Da gibt es auch diverse Sachen in den Comics, die auch so ganz cool sind. Und auch
mit den ganzen Alien-Rassen und so, das hätte besser funktionieren müssen. Ich hätte vor allem gerne mehr Einblicke in die Welt der Kree gehabt. Also, ja. Ich fand zwar cool, dass man ein bisschen mehr über sie erfahren hat, aber am Ende war es irgendwie, ja, da hat man einfach Potenzial verschenkt. So wie beim kompletten Film. Also ich fand, ja, wie du schon sagst, die Story, die war nicht wirklich der Burner. Und was ich einfach unglaublich schade fand, ich hätte gerne viel mehr 90s-Flair gehabt. Also klar, man sieht, wie Captain Marvel in einem Videobusterladen strandet, sag ich mal, ist cool, ja. Aber abgesehen von einem Nine Inch Nails T-Shirt, ein paar Props an die Nine Inch Nails, ich liebe die Band. ja. Aber abgesehen davon hat man jetzt nicht wirklich viel von den 90ern gespürt. Und dafür, dass der Film so groß angepriesen wurde, ey, wir haben hier einen MCU-Film in den 90ern, also da wäre deutlich mehr drin. Ja, finde ich auch. Ich hatte das Gefühl, die wollten so ein bisschen an Erfolg von Wonder Woman auch anschließen. Ja, der war vielleicht einfach zu schnell in der Vergangenheit. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, ihre Rolle in Endgame war auch nicht der Bringer. Die hätte man auch weglassen können. Ja. Aber komplett weg. Die war komplett überflüssig. Ja, und nur deswegen aber ist ja vorher rausgekommen, dass sie in Endgame noch jemanden hatten. Und der Grund, weshalb sie in Endgame ist und vielleicht kommen wir später nochmal zu Endgame. Ja, könnte gut ist, sein. einfach nur für mich die Anfangsszene. Kleiner Spoiler-Alarm voraus, falls jemand noch nicht Endgame geguckt hat, was ich nicht glaube. Sie rettet halt einfach nur Tony Stark. Bumm. Und das war's. Und ja, am Ende. Und dann kommt sie am Ende noch. Ja, aber am Ende, Ende ist sie völlig egal, weil man sieht, dass Scarlet Witch die ist, die Thanos einfach richtig hätte Maß nehmen können, wäre sie nicht gestört worden. So, da braucht man keine Captain Marvel. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr überlegen. Der wird wahrscheinlich eh wieder genug eingespielt. Und einen runderen Film. Das wäre schön gewesen. Das Problem ist ja auch, die ist so overpowered. Und wenn ein Held so übertrieben stark ist, muss er wenigstens emotionale Schwächen haben, irgendwie Blöße zeigen, bla bla, sowas halt, ne? Für Dramaturgie ja, und das, so. Ja, und das kommt selbst auch noch dazu. Ihr Charakter an sich war total, sie war immer total pissed und sie war immer total schlecht gelaunt und hat sich immer für was Besseres gehalten. Ja. Das ist für die Comics kennen, nichts Neues, weil so wird sie oft dargestellt. Aber die Comics nicht kennen, die wundern sich wahrscheinlich, warum sie so scheiße dargestellt wird. Das haben die auch nicht rübergebracht. Das kommt auch noch dazu. Aber hat die auch in den Comics nicht irgendwie emotionale Momente, wo sie mehr Tiefe kriegt, als nur dauernd dieses angepisste, genervte? Ach, bestimmt. So viel habe ich da, so tief bin ich da nicht drin. Also ich habe auch noch nicht viel Captain Marvel Comics gelesen. Ja, eigentlich kenne ich sie nur aus Team-Ups oder kurzen Cameos in anderen Stories. Aber ja, am Ende sehe ich sie in Comics immer nur als die Anführerin der Avengers, die sie jetzt dann bald wahrscheinlich werden wird. Boah, das würde mich ja voll stören. Also, wenn sie sich an die Comics halten, dann wirst du wohl nicht viel Spaß haben. Ja. Ich werde wahrscheinlich trotzdem so oder so alle Filme gucken, ne? Wie Till schon gesagt hat, aber das wird mich schon stören irgendwie. Ja. Und ich bin auch kein MCU-Hater. Überhaupt nicht. Aber das ist halt sehr überproduziert alles, weil ich das Gefühl habe, die wissen ganz genau, das spielt die Kohle ein und da wird sich einfach nicht viel Gedanken gemacht. Zu wenig Gedanken macht. Wahrscheinlich viel Gedanken, ja, aber zu wenig Gedanken. Weil die Leute stürmen rein, viele feiern das ja dann auch ab und das soll allen gegönnt sein. Ja, aber für mich war das überhaupt nichts. War doch leider ein großer Flop. Absolut. Ja. Bevor wir von den Flops weggehen, sollen wir vielleicht noch Flop Nummer Runde 2 machen? Habt ihr da Bedarf? Habt ihr noch einen Film, den ihr richtig? Also ich hätte da noch einen, wo ich richtig fertig machen wollte. Raushauen kann. Ja, ich habe noch zwei, die ich kurz nennen kann. Man muss ja nicht über jeden jetzt so breit diskutieren. Ja, genau. Machen wir das doch. Können wir gerne machen. Soll ich gleich mal weitermachen? Von hinten nach vorne wieder. Das sind keine Kinofilme, zwei Netflix-Filme, einmal Eli. Absolute Katastrophe.
Eli ist ein kleiner Junge, der ist gegen alles allergisch. Die Eltern suchen irgendeine Wunderheilung, finden irgendeine komische Ärztin in einem komischen Haus. Alles ist voller Symbole. Man weiß direkt, wenn die Tür geöffnet wird, auf was es hinausläuft, weil da gleich irgendwie drei umgedrehte Kreuz zu sehen sind. Oder richtig rumgedreht, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist das einfach ganz, ganz schlecht. Das Ende ist komplett drüber, die Effekte sind so mies. Der Film ist komplett, läuft nur über Jumpscares, wo man jede Szene erkennt, an der man sich erschrecken soll. Furchtbar. Also wirklich, jetzt im Schnelldurchlauf. Ganz, ganz abgesehen davon, dass vom Medizinischen, was man da sieht, das ist einfach nur schlecht. Das ist alles schlecht. So, und das ist jetzt mein ganz kurzer, schneller Hate gegen diesen Film. Und der zweite ist Polar. Auch eine Comic-Verfilmung mit Mads Mikkelsen. Jetzt wird's interessant. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Und er war leider drüber. Also nicht so sehr drüber, dass ich es feiern kann. Ich fand Polar tatsächlich echt gut. Ja. Ich hab auch eine Review auf meinem Blog geschrieben und ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig. Ich habe den Film beschrieben als blutiges Exploitation-Kino zwischen John Wick und Quentin Tarantino. Ah, okay. Ich würde eher zwischen John Wick und Machete nehmen. Und gerade deswegen hat es bei mir nicht gefruchtet, weil es beides nicht war. So. Aussehen tat der ganz gut. Das hat mir gefallen. Ja. Da sieht man wieder, wie die Meinung. Ich kann da nichts zu sagen. Ich kenne die Filme nicht. Ja, ja. Genau. Und das sind noch so meine beiden, die ich mir noch notiert habe, quasi. Ja, das waren meine Flops. Dann nenne ich mal noch zwei Flops für mich. Leute, da werde ich jetzt vielleicht gegen Widerstand stoßen. König der Löwen. Oh. Nicht gesehen. Oh. Nicht gesehen? Ja, Boah, ich fand... Schau dir den alten Zeichentrickfilm an, dann ja, hast du alles gesehen. Ihn. Was, ja. Da ist nichts anderes. Es fehlen eher Sachen, als dass neue Sachen da hinzugefügt wurden. Also, einmal ist der ganze Film fast komplett Szene für Szene am Original entlang gemacht worden, produziert worden. Hm? Und die zweite Sache ist aber, das funktioniert nicht, weil die Tiere keine Mimik haben, die haben keine... Ganz genau, ja. Man sieht dieses Emotionale nicht, man sieht nicht, dass sie traurig... Der ich meine, jeder kennt den Film, deswegen kann ich ja wohl spoilern, oder? Ja, ich glaube ja. Hau raus. Und Simbas Vater stirbt da in dieser was ist das, eine Schlucht? Schlucht, ja. Und der Simba, man hört, dass er traurig ist, aber man guckt hin und denkt sich, das geht ihm am Arsch vorbei. ja, das ist richtig. Also noch ein bisschen mehr am Arsch vorbeigehen und der frisst noch seinen eigenen Vater auf, oder was? Das funktioniert einfach nicht. Okay, das wäre ein geiler Twist. Genau. Das wäre dann interessant wenigstens, ja. Leute, aber das, ja. Also für mich hat das nicht funktioniert. Ich habe dann dem nichts abgewinnen können. Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch im Kino. Am Anfang ist es, da du ja gesagt hast, das ist Szene für Szene, die Sonne geht auf, das Lied wird angestimmt und ich war wirklich im ersten Moment war ich komplett drin, war komplett emotional. Ja, na klar. Ich war so drin, weil ich diesen Film, das ist mein allererster Kinofilm damals gewesen, und ich liebe diesen Film. Und dann kommt halt Szene für Szene einmal und dann jede Szene, weil der geht irgendwie 20, 30 Minuten länger als das Original, jede Szene ist gestreckt. Das heißt, diese Maus, die Scar am Anfang frisst, die sieht man über die Wiesen, durch eine Pfütze latschen und Kleinigkeiten. Ja, genau. Er ist zu sehr gestreckt, das kommt noch dazu. Wobei ich fand ihn nicht so schlimm. Ich fand das eigentlich ganz, ganz nett, den Film immer noch. Abgesehen dafür, dass er unfassbar gut aussah. Aber das ist was anderes. Das stimmt aber. Die haben ein paar Szenen dazugenommen. Dazu noch ein furchtbares Lied von Beyoncé Knowles. Aber die Szene, wo Nala sich nachts rausschleicht, um Simba zu suchen, das fand ich zum Beispiel eine geile Szene. Die fand ich sehr, sehr interessant, dass die das so eingefügt haben. Aber ansonsten kann ich viele verstehen, die sagen, das gibt mir überhaupt nichts. Vor allem die Emotionen, wenn ich da an den kleinen Simba denke, der mir immer noch Tränen in die Augen treibt, wenn er da in der Schlucht ist. Ja. Und dann ist er halt ein
Also mein Kater hier neben mir hat mehr Emotionen als die Wesen im Film. Das stimmt schon, ja. Ja. Also zu der Animation muss ich echt sagen, das ist wirklich schön gemacht worden. Es sieht wirklich gut aus. Vor allem die Szene mit dem, ach scheiße, wie hieß der nochmal, der Affe? Rafiki. Rafiki, ja. Boah, habe ich lange den Film nicht gesehen, wirklich. Die Szene, der Rafiki ist mir zu kurz gekommen, ehrlich gesagt, in dem Film. Finde ich auch, mir auch. Aber ihm fand ich ästhetisch gesehen auch tatsächlich am schönsten. Ja, das war wirklich aber gut. Aber der ganze Film war wirklich hübsch. Kurz zu Rafiki, es gibt die Szene im Zeichentrick, wo die sich unterhalten und er plötzlich Simba auf den Kopf haut. Und Simba sagt, ey, was soll das? Nicht, ne? Genau, das gab es nicht. Und Rafiki sagt, ey, ist doch egal, das ist Vergangenheit. Ein unfassbar wichtiger Moment im Film. Ja. Und die lassen es einfach weg. So. Siehst du, vielleicht muss ich doch einen halben Stern weniger geben. Ich reg mich gerade doch ganz schön auf. Ja. Nee. Wie viele Sterne hast du dem Film denn gegeben? Sag ich nicht. Vielleicht gehe ich auf 6 von 10 runter. Ich habe ich glaube einfach 7 gegeben. Ja, ich habe 7 von 10 gegeben tatsächlich, ja, weil ich ihn doch einfach gar nicht so schlecht fand und er mir gut gefallen hat. Und ich bei gewissen Filmen, die mir sehr am Herzen liegen, negative Dinge gut tolerieren kann. Ja. Das ist vielleicht eine kleine Schwäche von mir. Ja, ich habe dem auch bis zum Schluss eine Chance gegeben, ne, dem Film. Bis zum Schluss wirklich. Und dann bin ich da raus und dachte mir, das hat mir einfach nichts gebracht. Dann kram ich lieber die Videokassette raus und schaue mir das in scheiß Qualität nochmal an. Und dann, ich weiß nicht. Also, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, aber es ist jetzt, der Film hat jetzt die Eiskönigin als erfolgreichster Disney-Film überhaupt abgelöst. Traurig. Mit 1,3 Milliarden, glaube ich, oder so. Hm. Ja. Deswegen, die werden sie dranbleiben. Ja, leider. Ich bin da voll am Haten gerade, aber... Ich verstehe das ja auch, vor allem, weil... Ich war unfassbar enttäuscht von diesem Film, unfassbar. Also ja. Wirklich. Vor allem, weil ich mag die Disney-Realverfilmungen, die was anderes zeigen. Das Dschungelbuch fand ich ganz gut. Weil die Story umgemodelt haben, die haben Neues dazu gedichtet. Das hat mir ganz gut gefallen. Also nicht das von, das von Disney, das die Realverfilmung. Nicht die von Gollum. Netflix gibt es, glaube ich, noch, ne? Mowgli, genau. Ja. Die hat mir auch ganz gut gefallen, weil sie nah am Buch ist. Das habe ich leider selber nicht gelesen. Meine Frau sagte mir das. Aber, und hier Maleficent, die das Ganze von der anderen Seite, Don Röschen von der anderen Seite beleuchtet, hat mir auch ganz gut gefallen. Aber so dieses 1:1 oder nahezu 1:1. Mulan kommt jetzt als nächstes, ne? Ja, da bin ich gespannt, ja. Das soll ja aber ganz anders werden als die Zeichentrickversion. Genau. Soll ja und das näher an dieser düsteren Sage sein oder so. Ja. Da fällt mir gerade tatsächlich ein, da kam ja auch Dumbo raus. Und Tim Burton. Genau, und die Verfilmung von Dumbo, die fand ich tatsächlich auch sehr gut. Ja, er findet das Rad nicht neu. Es gibt allerdings Anpassungen im Film, die einfach Sinn ergeben, dafür, dass wir jetzt einen Real-Film sehen. Und ist kein großer Spoiler, die Mäuse aus dem Zeichentrickfilm, die haben jetzt nicht so eine große tragende Rolle, sie werden aber trotzdem gezeigt und haben halt auch ihren kleinen Auftritt. Und das finde ich auf jeden Fall, das bietet mir als Zuschauer einfach einen größeren Mehrwert, wenn die Filme meiner Kindheit plötzlich, anders, wenn die eine andere Herangehensweise erfahren, eben weil sie Real-Filme sind. Genau. Und das finde ich besser als so eine 1:1-Kopie. Ja, und dann finde ich es auch legitim. Natürlich wollen alle, jeder will Geld machen. Jeder kleinste Indie-Filmer möchte irgendwie ein bisschen was verdienen vielleicht. Aber 1:1, das ist ja, ich glaube wirklich, dass es nur wegen der Kohle ist. Die 1:1-Dinger zumindest. Ja, aber das Problem ist, warum kommt die Kohle rein? Weil die Leute anspruchslos sind. Wenn ich es klingt vielleicht hart jetzt, aber wenn ich so meine Umgebung mir angucke, ich höre mich irgendwo doppelt. Hallo? Hallo? Ihr hört mich aber, ne? Ja, alles gut. Okay. Wenn ich mir so meine Umgebung, meine Freunde, meine Verwandten, Kollegen auch von der Arbeit, die sind gar nicht so. Die gehen da gar nicht mit so einem Anspruch an den Film um. Wir sind Bewerter, ne? Wir sind Kritiker. Ja. Und das merkt auch meine Verlobte nervigerweise oft.
und ja, das ist die wollen einfach, einfach dem Film sich ein bisschen berieseln lassen. Ja. Ja, das ist dem Hobby geschuldet, dem Hobby, der Leidenschaft. Ja. Mittlerweile vor 10 Jahren habe ich das auch noch ein bisschen anders gesehen. Oder ja. Wenn ich mir jetzt, ich gucke mir teilweise zum Beispiel The Raid 2 nur die an wegen den Schnitten oder die Nicht-Schnitten und den Kamerafahrten. Mache ich 10 Minuten an, gucke, freue mich wie ein kleines Kind und mache wieder aus, weil es einfach so geil ist. Ich glaube, was machen die denn da? One-Cut-Szenen oder was? Ja, das, genau. Und da das eine Szene da, guck dir den Film an. Da ist eine Szene, da fahren sie mit der Kamera aus einem Auto raus, ohne Schnitt in ein anderes Auto rein vorne. Ja. Und ohne Schnitt aus dem Auto wieder raus. Genial. Also, das ist Wahnsinn. Wenn dir sowas gefällt, dann musst du dir unbedingt eine Szene aus Daredevil angucken. Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Die Serie, ja, klar. Die Gefängnisszene. Denkst du gerade auch an die Gefängnisszene? Ja, normal. Ah, ich habe tatsächlich Folge, an eine Treppenhausszene gedacht. Ja, genau. Boah, das war eine, ja. Das war einfach Hammer. Achterbahnfahrt, genau. Mit einer Kamera. Ja. Ja, und das ist genau das, was, wenn man sich damit viel beschäftigt und auch Filme nicht nur einfach nur guckt, weil man gerade Lust hat, sondern auch konsumiert. Sich mit beschäftigt, dann sieht man das alles ein bisschen anders. Und das stimmt. Dann floppt auch mal ein König der Löwen für einen oder enttäuscht einen, ja. Ja. So. Gut, wir haben geklärt, warum wir Flops nehmen, die für andere keine Flops sein könnten. Genau. Vielleicht auch nicht. So, René, du wolltest auch noch einen Flop nennen, oder? Also, es gibt einen Film, den sehe ich jetzt, da wären wir wieder beim Thema von gerade, den sehe ich nicht wirklich als Flop, als Deutschen. Das ist tatsächlich Shazam. Oh ja. Ja, der Film ist in Ordnung. Ja, ich fand ihn auch teilweise lustig. Nur das Problem, was ich habe, ich weiß nicht, der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ich finde, die Szenen und alles waren zu austauschbar. Zachary Levi passt super in die Rolle, da habe ich gar keine Zweifel dran. Ich fand nur einfach auch, ja, der Gegner war viel zu blass. Es war, ja, am Ende vielleicht ein bisschen zu sehr Klamauk, auch wenn ich mir natürlich absolut bewusst bin, dass Shazam tatsächlich auch ein lustiger Charakter ist. Aber ich weiß nicht. Am Ende, ich kann es vielleicht nicht mal wirklich 100% definieren, warum mir der Film einfach nicht wirklich gut gefallen hat. Ich würde ihn mir bestimmt nochmal angucken irgendwann mal, aber als der große Game Changer für DC, beziehungsweise das DCEU, wo er zu seinen Kinozeiten so gemacht wurde, ich weiß einfach nicht, was die Leute da gesehen haben, ob ich im gleichen Film war wie die anderen Leute, aber ich bin ein riesen DC-Fan. Tatsache, ich liebe Batman wie Superman. Und ich hätte. Echt? Ja, ohne Scheiß. Also, ich muss es so sagen. Batman wie Superman ist ein grandioser Film in meinen Augen. Okay. Lass uns das Fass nicht aufmachen. Wir lassen das so stehen. Lass das nicht so stehen. Einfach mal wirken lassen. Nein, und am Ende ist es vielleicht die verkehrte Welt. Alle, die Shazam grandios finden, finden BVS scheiße. Ja. Das kann sein, ja. Ja, und also ich kann das nur so unterstreichen, echt, René. Aber alles, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen, weil irgendwie die Witze für sich waren immer okay, ne? Ja. Die Schauspieler waren gar nicht so schlecht besetzt, aber am Ende dachte ich mir auch so, so, war nicht scheiße, war aber auch nicht gut. Ja, was ich wirklich cool fand, waren aber tatsächlich die kleinen Anspielungen. Einfach auch auf die anderen DC-Filme. Zum Beispiel, dass der Junge eine Patronenhülse hatte, die von Superman abgeprallt ist. Ja, wie auch immer. Einfach, dass er dieser kleine Fanboy war und plötzlich. Das Ende war cool. In der Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es am Ende nicht der war, den wir alle erwartet haben. Genau. Aber. Nee, ich weiß nicht. Es ist ein guter Film, man hat Spaß mit dem Film, aber er war nicht so gut, wie ich es für mich persönlich erhofft hätte. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ja. So viel zu den Flops. Und der beschissenste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, den habe ich auch hier mit dem Telestammtisch besprochen, das war Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe.
Leute, egal was ihr tut, guckt euch nicht diesen Film an. Leider Gottes, es tut mir leid für alle, die am Film mitgearbeitet haben, aber dieser Film ist einfach Kacke. Also ich finde, der Titel hört sich schon nach einem Action-Blockbuster an, was man sich mal geben kann. Ja, ja, der Film hat Action, so viel sei gesagt, aber. Wenn die beste Szene des Films ist, ein Mann in einem Dinosaurierkostüm, der einen verschneiten Berg hochläuft, während eine Frau am Abhang hängt und er sagt, ich bin hier und sie braucht mein Tuch oder so, ja. Ah, das klingt nach Spaß. Okay. Einfach wirken lassen. Ja, ich muss ihn mir jetzt sofort angucken. Ja, er läuft sogar noch im Kino, glaube ich. Oh, alles klar. Ja. Ja, dafür ist die UCI-Flat dann doch zu schade. Absolut. Das denke ich auch. Ja, dann sind wir mit den Flops durch, ja, oder? Ja, dann machen wir weiter mit den Überraschungen und Enttäuschungen, bevor wir zu den Tops gehen. Ja. Ja, bin dabei. Dann hoffe ich, dass mir die Leute auch nach meinem Film, der mich enttäuscht hat, noch zuhören wollen, weil bei mir ist tatsächlich, ich mich für Endgame entschieden habe. Ein Raunen geht durch die Menge. Ja, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Aber fang nicht damit an. Ich hatte im Vorfeld ja schon gesagt, Enttäuschung ist für mich, heißt für mich nicht einen schlechten Film. Bedeutet für mich nicht, dass der Film schlecht ist. Mir hat Infinity War wirklich ganz gut gefallen. Und ich fand auch Thanos wirklich, wirklich, wirklich toll. Das war einer der wenigen MCU-Bösewichte, die Profil hatten, die einen tollen Background hatten und auch mehr oder weniger nachvollziehbare Pläne. Und in Endgame war er einfach nur der wieder drauf geknüppelt hat. So, man hat davon, ich habe davon nichts mehr gespürt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Effekte schlechter sind. Und deswegen hat er im Großen und Ganzen auf 3 Stunden gezogen nicht den erhofften Effekt gebracht, dass ich sage, das war ein richtig geiler Abschluss. Auch wenn Far From Home eigentlich das Ende einläutet von der Phase 3, aber Endgame ist das große Finale. Genau. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er hat mir einfach nicht das gegeben, was ich erhofft habe. Und die Szene mit der Ratte am Anfang, die gewisse Dinge ins Rollen bringt, ja, das ist vielleicht diese eine Welt von was weiß ich, 14 Millionen oder was auch immer, was Dr. Strange da genannt hat, diese eine Situation, die auftreten muss, aber das war mir zu, weiß ich nicht, das war mir zu zufällig. Und dann, ich würde mich jetzt ein bisschen im Spoiler-Bereich bewegen, weil ich denke, die meisten haben den Film gesehen. Dr. Strange wird gefragt, irgendwann, ich weiß nicht, ob es Infinity War ist oder danach, in Endgame, welche Situation das ist, diese besondere, die so wichtig ist. Und Strange sagt halt auch, das kann er nicht verraten, sonst würde er das Ganze wieder kippen. Und dann macht er Iron Man plötzlich doch ein Zeichen. So, und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ey, okay, das ist doch Bullshit. Was soll das? So, dann guckt Iron Man, guckt auf Strange guckt, macht irgendwie den Finger hoch und hier, ne? Vielleicht sieht der Allwissende, der Allsehende das nicht. Vielleicht können wir das Universum austricksen. Das waren so Kniffe. Und dann kommt halt auch noch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit Captain Marvel, die völlig willkürlich da reingeschrieben wirkt für mich. Gerade als die Trailer suggerierten, was wirklich emotional ist da oben im All, was Stark da, was Stark angeht. Und dann, ja, hey, hier ist Captain Marvel, ich rette mal kurz Stark, zack, los geht's. Das war alles. Der Zeitreiseplot, okay, Zeitreisen sind nicht schlüssig. Die haben das ganz gut gelöst, finde ich, mit dem Zeitreisen. Ich fand das auch ganz okay, aber trotzdem, sind auch da so Lücken, wo ich sage, irgendwie ist mir das alles nicht so schlüssig. Und dann, was ich ganz lustig fand, ist, dass man sieht, okay, die Loki-Serie kommt tatsächlich, weil er schnappt sich dann den Tesseract und tschüss. Mhm. Das war alles, das waren viele, viele tolle Momente, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, Schluss mit meinem Monolog, war es nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ja. Habt ihr eine Theorie dazu, warum Captain America
Der ist doch in eine andere Zeitlinie, theoretisch. Warum ist er am Ende wieder in unserer Zeitlinie aufgetaucht als alter Mann? Weil, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, er hat ja immer noch dieses Gerät, mit dem er durch die Zeit reisen kann. Und deshalb ist er, glaube ich, einfach wieder zurück. Oh, das ist ja echt dürftig. Aber ich habe ihn auch nur einmal gesehen, weil ich nicht das Bedürfnis habe, ihn irgendwie nochmal zu sehen. Ich glaube, das ist das. Das ist halt dieses Zeitreise-Ding. Das fand ich übrigens ganz, ganz großartig, weil Captain America ist im gesamten MCU eine komplett tragische Geschichte. Eigentlich ist es ein ganz einsamer Mann, der seine ganze Familie, seine ganze Liebe, alles verloren hat, weil er eingefroren wurde. Ja. Und das fand ich ganz, ganz toll gelöst, tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch mit dem Überreichen des Schildes und so. Und es gibt ja auch in den Comics, jetzt werden wir wieder bei den Comics, nicht nur Rogers, der das Schild tragen darf. Da bin ich gespannt. Ja. So viel zu Endgame. Wie gesagt, kein schlechter Film, nur für mich nicht das, was er sein sollte für mich. Also was mich an Endgame auf jeden Fall am meisten gestört hat, ist der, ja, wie soll ich sagen, ich werde vielleicht vielen auf den Schlips treten, aber ich finde diesen überzogenen Humor einfach unpassend. Dass Thor am Ende ein Fettsack war. Oh, den habe ich ausgeblendet. Furchtbar. Ja, ich fand ehrlich, ihn super. Ja, auf der einen Seite, ich fand es auch lustig, ne? So ist es ja nicht. Aber ich verstehe auch, dass er sich nach den Ereignissen in Infinity War hat hängen lassen. Aber ganz ehrlich, warum hat man nicht einfach ein Big Lebowski Remake mit fucking Chris Hemsworth gemacht? Und hat uns hier Thor gegeben, wie Thor sein muss. Also, ich weiß nicht, das war für mich einfach over the top. Vielleicht am Anfang cool oder witzig, aber nicht über den kompletten Film. Das hat für mich echt aber nicht funktioniert. Aber das stimmt schon. Ja. Ich dachte ehrlich auch eigentlich, dass das wieder behoben wird, so gesehen, was weiß ich, mit irgendeinem asgardianischen Trainingsprogramm oder so, aber ja, oder spätestens am Ende, wenn er seine krasse Power aktiviert, sag ich mal, wo es sogar sein Bart zwirbelt, holy shit. Ja, aber ja, ganz in der genau. nächsten Szene denke ich mir so, fuck man, der Typ hat immer noch eine Wampe. Ja. Ja, das hat ja auch so. Ich fand es vielleicht nicht so schlimm, weil ich selbst gut zugenommen habe, seit ich in der Beziehung bin. Ja, wer kennt's nicht? Ja. Es ändert sich nicht, wenn das Kind kommt, das kann so viel sei gesagt. Ja, es wird mir schon gesagt, trägst du das Kind aus oder was? Deswegen muss ich mir langsam Sorgen machen. Ja, das wäre meine, meine Enttäuschung. Und ich erwähne nochmal, es ist kein schlechter Film. Ja, meine Enttäuschung, tatsächlich habe ich sie eben eigentlich schon genannt, Shazam. Jetzt, wo ich aber nochmal drüber nachgedacht habe, tatsächlich kam dieses Jahr ein Film raus, der heißt Destroyer mit Nicole Kidman. Ist ein Drama. Sie ist eine heruntergekommene Polizistin, die mit ihrem eigenen Leben nicht mehr ganz im Reinen ist. Und ich glaube, der lief in Deutschland auch gar nicht im Kino. Ich hatte ihn auf Blu-ray gesehen. Aktuell, glaube ich, bei Amazon Prime drin. Der Film hat auf jeden Fall seine Momente und die Story an sich ist nett. Der Darsteller von Winter Soldier spielt mit. Mir ist gerade leider sein Name entfallen. Ihr wisst, wen ich meine? Ja. Mhm. Also ich weiß. Ja. Die Zuschauer wissen es mit Sicherheit auch. Zuhörer, Entschuldigung. ja, aber am Ende, weiß nicht, der Film, der dümpelt so seine 2 Stunden vor sich her. Er hat seine Momente und in der nächsten Szene denkt man sich wieder, okay, warum gucke ich es eigentlich weiter? Es wird einfach sehr viel Potenzial verschenken. Das finde ich schade, weil tatsächlich Nicole Kidman, hätte sie ein besseres Drehbuch gehabt, wäre der Film wirklich wahnsinnig gut gewesen. Und an ihrer Darstellung, ich finde, es gibt einen schönen Kontrast und zeigt wieder, wie wandelbar Darsteller doch sein können. Ja, das wäre so meine
Enttäuschung. Ja, kann ich leider gar nichts zu sagen. Da kenne ich. Ja, ich leider auch nicht. Deswegen ist das jetzt nur für die Zuhörer, die den Film gesehen haben. Die können mitfühlen. Ja. Oder die Info, den Finger wegzulassen. Oder so, genau. Ja, also ich habe jetzt durch die Liste nochmal geschaut, weil Enttäuschung ist echt schwer. Enttäuschung würde ich jetzt tatsächlich nehmen, Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Weil das Original habe ich nicht gesehen, das heißt, das Original war irgendwie wohl sehr gut. Ja, genau, muss ich noch machen. Absolut. Also es lag nicht daran, bei mir lag es jetzt also nicht daran, wie bei den meisten, dass ich das Original gesehen habe und gefeiert habe und das Remake irgendwie nicht gut fand, sondern ich bin da mit Erwartung reingegangen. Ich habe ja immer gehört, Friedhof der Kuscheltiere, boah, geiles geiler Roman, geiler Film. Dann dachte ich mir, gehe ich rein und es hat mich nicht mitgenommen. Also ich weiß, ich wüsste jetzt nicht mal genau, woran es gelegen hat. Ich weiß nur, dass ich da eher mit einem negativen Beigeschmack raus bin aus dem Saal. Und deswegen ist das nicht so meins gewesen. Was sagt ihr dazu? Ihr habt den bestimmt gesehen. Nee, den neuen habe ich tatsächlich nicht gesehen, nee. René? Ja, also ich kann dir nur zustimmen. Das Original ist wirklich genial. Man kann jetzt drüber streiten, ob es vielleicht in der einen oder anderen Szene nicht gut gealtert ist. Aber ja, das Remake, es kommt nicht so wirklich Stimmung auf. So diese Stimmung, die ich in dieser Art Horrorfilm erwarten würde. Und ja, dieser Gruselfaktor war nicht da, genau. Ne? Also man muss sich unwohl fühlen bei solchen Filmen, finde ich immer. Ja. Wenn ich mir so einen Film angucke, dann so wie bei, wie heißt das, ich kann das immer schwer aussprechen. Hereditary oder so? Oh, sag das nicht. Ja, ich traue mich immer nicht zu sagen, dass ich ihn immer noch nicht geguckt habe. Oh, ein Raum. Ja, also ich ja, schon da wieder. Da hast du keine Jumpscares oder so. Ja, ich hab, ne? Bei dem Film ist wirklich, du fühlst dich einfach während des ganzen Films, fühlst du dich einfach unwohl. Ja, sowas ist geil. Und das will ich haben bei so einem Film. Ja. Ja. Ja, man kann sagen, wie wieder eins dieser Remakes, das man nicht gebraucht hätte. Mhm. Genau. Wobei man hätte was Schönes draus machen können. Aber wurde halt nicht. Deswegen Friedhof der Kuscheltiere bei mir als Enttäuschung. Und ein Film, über den wir gar nicht reden müssen, den habe ich jetzt nämlich hier gesehen und mich erinnert, dass ich ihn auch gesehen habe, obwohl das vor kurzem war, schon vergessen. Vorher gefragt mal, so ein bisschen rangetastet. Mögt ihr Will Smith? Ja. Früher definitiv und er hat so seine Hänger im Moment. Wisst ihr, auf welchen, Gimini Man. Film ich anspielen? Ja, ganz genau. Ja. Habt ihr den gesehen? Noch nicht, nee. Nein, allerdings habe ich den Trailer schon gefühlt 3 Milliarden Mal gesehen und ja. Weil du den gut fandest? Oder? Nein, weil er so oft im Kino lief. Ja, ach so. Das große Problem da ist, dass die meisten Kinos einfach keine 120 Frames zeigen können. Das soll in 60 schon gut sein, aber die Abspielmöglichkeiten gibt es ja kaum. Ja, also Gemini Man, nein. Nein. Ich fand ihn, ich bin da raus und dachte, ja, den vergesse ich morgen wahrscheinlich wieder. Und tatsächlich auch so passiert. Ja. Wollen wir zu den schönen Dingen im Leben? Zu den Überraschungen. Genau. Dann erstmal Überraschung, ne? Yes. Ladies first. Okay. Kann dann jetzt dauern. Ja, keine Ahnung. Dann gleiche Reihenfolge wieder, dann starte ich wieder. Mhm. Das ist bei mir tatsächlich, ich habe schon geahnt, aber es hat sich bestätigt, das ist John Wick 3. Der war einfach so geil. Das ist so ein geiler auf die Fresse Film, schön choreografiert, der tut so weh. Teilweise bei den Sachen, die man da sieht, ganz am Anfang direkt, da weißt du direkt, wo du bist, wenn direkt der Unterkiefer mit dem Buch zertrümmert wird, dann weißt du, okay, jetzt geht's hier richtig, richtig, richtig rund. Absolut. Keanu Reeves ist ein Tier, liefert richtig gut ab und der macht einfach Spaß, weil er bietet so viele coole, interessante Action-Set-Pieces, hat zwischendurch ein paar interessante
Story-Erzählstränge, wobei ich halt diese Unterwelt immer noch glaubwürdig finde in diesem kleinen eigenen Kosmos. Und die wird ganz interessant weitergesponnen. Vielleicht ein bisschen drüber, was jetzt die Wüstenszene angeht. Ich weiß nicht, ob da draußen wirklich jemand sitzt, der irgendwie die Fäden in der Hand hat, aber ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. Ja. Bei so einem Film, das ist mir so egal und genau deswegen hat er mich so überrascht, weil Teil 1 finde ich super. Teil 2 hat mir auch sehr gut gefallen. Nicht so gut wie der erste. Und Teil 3, ja, der gibt halt auf die Fresse und ist ganz, ganz groß. Selbst die Szene mit den Pferden im Stall, dass man in einer Stallszene mit Pferden so eine coole Kampfszene machen kann und halt die Kamera hält auch ganz gut drauf. Und so ein Huf im Gesicht, der muss scheiße wehtun, wenn überhaupt noch was gespürt hat, der Typ. Dann kommt das mit dem Motorrad und der auf dem Pferd und Verfolgungsjagden und das Glashaus. Das Glashaus dann mit den Hunden, mit der kurzen, mit der Unterstützung, die er da bekommt von Halle Berry. Halle Berry. Nicht spoilern. Nee. Also, falls das ein Spoiler ist, dann. Nein, kein Spoiler. Ich habe ihn noch nicht gesehen, leider. Genau. Und das ist halt wirklich richtig, richtig cooles Hollywood-Action-Kino. Absolut. Und Action ist, mit Action tut sich Hollywood ja oft schwer. Gerade wenn man Vergleiche zieht, wie zum Beispiel The Raid. Was Action-Genre angeht, für mich ganz, ganz oben ist John Wick auch wirklich, wirklich gut gelungen. Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. John Wick 3 ist auch auf meiner Liste der Überraschungen des Jahres. Aber warum Überraschung? Fandet ihr Teil 1 und 2 eher nicht so? Darauf wollte ich gerade tatsächlich drauf hinaus. Ah, sorry. Alles gut. Teil 1 und 2, wie der werte Herr an meinem Ohr gerade schon erwähnte, super Filme. Ich habe sie geliebt, dutzende Male gesehen. Ja. Und irgendwo kam im Vorfeld von Teil 3 der Gedanke bei mir auf, was ist, wenn der Film floppt? Ja, genau. Und ich saß dann im Kino und ja, relativ schnell, so nach, weiß gar nicht, nenne jetzt einfach eine Zahl, 20 Minuten, dachte ich mir, okay, ich glaube, der Scheiß hier wird richtig groß. Und als ich aus dem Kino rausgegangen bin, ich hatte einfach ein riesen Lächeln im Gesicht. Weil der Film zeigt einfach, dass Actionfilme in 2019 nicht total überladen sein müssen, nicht das totale Effektgewitter sein müssen. Da müssen keine Leute mit Flugzeugen fliegen, auf Autos surfend aus dem Flugzeug rausspringen, dabei noch einen Panzer attackieren. Vielleicht wisst ihr, welchen Film ich meine. So ziemlich jeden Dwayne Johnson-Film. Zum Beispiel. Würde ich mal sagen. Nein, also, wie schon gesagt, die Choreografien on point. Mhm. Der Soundtrack für mich sehr passend. Auch allgemein audiotechnisch. Der Film ist auf so einem hohen Niveau. Wenn man den Film guckt, es regnet und man wirklich denkt, stehe ich jetzt mit im Regen, dann macht es einfach nur Spaß. Und das stimmt, der ist sehr gut abgemischt. Ich habe auch, ich habe Gott sei Dank ein Atmos-Kino bei mir hier. Mhm. Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Sound, ja. Von überall her. Ja, und auch einfach optisch. Der Film ist so eine Vergenusswurzelung für die Augen. Egal, ob es John Wick im strömenden Regen ist, egal, ob es die helle Wüstenlandschaft ist in Casablanca, egal, ob es dieses wirklich Daumen hoch an den Set-Designer, das Continental Hotel und das Glashaus. Oh mein Gott, wie schön kann ein Set bitte sein? Da wären wir schon wieder bei The Raid. Weil die zwei der Schauspieler aus The Raid am Ende auftauchen. In der Mitte. Also man sieht sie, glaube ich, vorher schon. Auf jeden Fall hat man dann am Ende auch noch zwei The Raid. Zwei The Raid-Darsteller. Und auch das zeigt einerseits den gegenseitigen Respekt. Die sagen, alles klar, wir gehen nach Hollywood, wir drehen da. Ja. Und andererseits zeigt das auch von Seite der Leute, die das entscheiden, hey, wir holen uns die,
die das Action-Kino wie kaum ein anderer Film geprägt haben und holen ihn unseren Film. Ja. 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 Ja, große Action. Ja. Und ich finde auch einfach, der Film ist eine super Ergänzung für den, ich nenne es einfach den Mythos John Wick. Ja. Man weiß nicht viel über die Person, nur so Bruchstücke über seine Vergangenheit. Und was mir wirklich sehr gefallen hat, man erfährt mehr über die Hohe Kammer, man erfährt ja mehr über seine Vergangenheit, seine Ausbildung. Also da, ich finde es schön, dass man nur so Bruchstücke mit jedem Film bekommt. Weil würde alles direkt in einem Film verpulvert werden, dann wäre einfach diese Spannung um die Figur John Wick nicht gegeben. Ja, da kann ich zustimmen. Also ich finde das schon krass. Weil ich tatsächlich fast nur Schlechtes über diesen Film gehört habe. Nach dem Motto, da wurde ja nur rumgeballert, da war ja gar keine Story und was weiß ich. Und wenn ich jetzt so höre, man erfährt was über John Wick, hallo, da gehe ich rein. Ja, die Leute haben wohl einen anderen Film gesehen. Ja. Ich weiß auch nicht. Also gut, das sind jetzt keine Leute, denen ich würde denen keine Kritikerlizenz ausgeben. Ja, weil wir alle eine haben. Das schon. Ja, genau. Selbst ausgestellt, aber wir haben eine. Ja, aber naja, das hat jede Frau für sich wahrscheinlich. Das hast du jetzt gesagt. Scheiße, werde ich gerade sexistisch? Nein, nein, werden wir nicht. nein, also da muss ich, den muss ich dann nachholen. Absolut. Dass ich bei euch höre, ich krieg sogar jetzt sofort Bock. Kriege ich den bei Sky-Ticket? Den gibt's schon, ja. Ich glaube, den gibt's schon. Sehr gut. Wie sagt man heutzutage? Gönn dir. Ja, definitiv. Ganz genau. Du wirst es nicht bereuen. Ja, dann meine Überraschungen. Ja, da kann ich mich nicht festlegen. Deswegen werde ich jetzt drei Filme ganz kurz abhandeln und zwar fast nur beim Namen nennen. Mhm. Mach das. Das sind drei Filme, die haben mich alle ungefähr qualitativ gleich überrascht, aber aus verschiedenen Gründen. Und zwar als erstes nenne ich mal Green Book. Sagt euch das was? Ja. Mhm. Beide gesehen auch? Nein. Gesehen habe ich nicht, nein. Okay. Also bei dem Film hatte ich einfach so null Erwartungen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da überhaupt rein bin. Ich habe auch nicht wirklich einen Trailer gesehen. Ich habe einfach gesehen, da ist eine schöne Karre, ein Schwarzer, der sich chauffieren lässt in der damaligen Zeit. Fand ich schon interessant. Das hat ja leicht in der Vergangenheit gespielt. Bin ich einfach rein und dann wurde ich wirklich positiv überrascht. Das war ein wirklich sehr schöner Film, der auch gegen Rassismus und Schwulenhass. Jetzt habe ich das Homophobie. Begriff gesucht. Homophobie, danke. So. Ist sowohl gegen Rassismus als auch gegen Homophobie und fand ich echt super und sehr berührende Geschichte. Man hat die Charaktere alle sofort geliebt und richtig alles mit dem mitgemacht, so emotional und alles. Zweiter Film, Mein Bester und ich. Da dachte ich, dass der Film wird richtig scheiße, weil wie soll der jemals ans Original rankommen? Das beruht ja für alle Zuhörer, die das jetzt nicht wissen. Mein Bester und ich ist ein Remake von Ziemlich Beste Freunde mit Bryan Cranston und Kevin Hart. Und da dachte ich, das kann ja nur floppen, aber tatsächlich haben die mich doch irgendwie mitgenommen. Der kam natürlich nicht ans Original ran, aber es war okay. Ja, und der dritte Film, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich geschockt sein, der wird nämlich auch später bei meinem Top, bei meinen Tops noch dabei sein und bei euren sehr wahrscheinlich auch, und zwar das ist Joker. Mhm. Der hat mich überrascht, weil ich habe die Trailer gesehen vorher und dachte mir jedes Mal, warum gibt's so einen Hype auf diesen Film? Die Trailer sind doch Schrott, dachte ich mir. Für mich. Ich fand die Trailer sehr schlecht. Die haben mich nicht gepackt, die haben mich nicht neugierig gemacht und ich dachte, naja. Und weil der Film so gehypt wurde, bin ich dann aber auch trotzdem reingegangen und Leute, Hammer. Das ist, ich kann es nicht beschreiben, also es ist wirklich richtig geil. Aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch reden. Ja, das war's zu meinen Überraschungen. Jo. Okay. Dann zu den Tops. Mhm. Ja, der Till fängt wieder an. Dann
können wir jetzt direkt weiter machen mit Joker. Absolut, da bin ich weil, also das ist, dabei. Ich habe ja, hab überlegt, irgendwie Joker werden viele nehmen, aber darum geht's nicht. Wir nehmen hier, was wir lieben und das ist Joker. Ey, fuck. Das, der hat mich so weggeblasen. Ich fand ihn so gut. Der war schauspielerisch. Ist er Joaquin Phoenix, wie auch immer man ihn nennt. Ist so unglaublich gut. Das ja. war, was war der Wahnsinn. Das ganze, das Setting, in dem es spielt, beziehungsweise thematisch viel psychische Erkrankungen, psychische Probleme, bisschen Psychiatrie. Es sei gesagt, ich habe selber 6 Jahre psychiatrisch gearbeitet, davon die meiste, die Hälfte auch geschlossen. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Und der ist so gut. Das haben die so gut gemacht. Das ist wirklich, dass er mich, ich saß da, mir ging's schlecht, mir ging's noch schlechter, dann habe ich gelacht an Szenen. Ich sag nur, kleiner Mann kommt nicht ans Schloss ran, wo ich denke, ich darf jetzt nicht lachen. Und das war einfach so gemein witzig. Ja. Und gleichzeitig so brutal. Der hat mich komplett hin und her gerissen. Also das richtig, richtig, richtig geil. Ja. Joaquin Phoenix, das war eine grandiose Leistung. Ja, falls du zuhörst, gutes Ding. You did a one good job. Mein Englisch ist katastrophal. Ja, wer reiht sich ein? Ihr beide, was? Also ich reihe mich mit ein, ja. Absolut. Ja. Top-Film Nummer 1 dieses Jahr. Ja. Ich sehe es vor allem aus der Sicht eines riesig großen Batman-Fans. Mhm. Und tatsächlich, ich habe auch in meinem Freundeskreis von vielen Leuten gehört, die typischen Floskeln. Ne? Wer kennt's nicht heutzutage? Ja, Heath Ledger, XY, leckt mich tot. An der Stelle, Heath Ledger, grandios. Aber ich habe jedem gesagt, lasst euch einfach auf diesen Film ein. Das ist kein Film, wie man ihn aus den letzten Jahren kennt. Hier hat man keinen Batman, der Gegnern den Arsch versohlt. Ich sehe es vor allem... Ich weiß nicht, ob euch das gleich ein Begriff ist, das DC Black Label. Da können Artists aus der Comic-Szene Stories schreiben, die komplett abseits jeglicher Kontinuität sind. Mhm. Da ist jetzt zum Beispiel relativ prominent dieses Jahr Batman Damned von Brian Azzarello. Oder für mich comic-technisch eine der größten Überraschungen dieses Jahr, Batman der Weiße Ritter. Ah, habe ich nur gesehen. Ich habe einen großen Comicladen bei mir in der Stadt, aber ich leider noch nicht reingeguckt. An dieser Stelle an alle, die zuhören und gerne Comics lesen und es nicht gelesen haben, kauft euch Batman, der Weiße Ritter. Dieses Comic ist für mich, nachdem ich das zu Ende gelesen hatte, sofort zu einem Klassiker geworden. Hm. Wirklich ein Meisterwerk der Comic-Kunst. Und erschienen im DC Black Label. Tatsächlich haben wir hier einen Story-Twist. Der Joker ist plötzlich gut. Ja, habe ich mir schon gedacht mit White. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie vielseitig der Charakter Joker sein kann. In 80 Jahren Batman gab es so viele verschiedene Varianten des Jokers. Wir haben den Anarchisten, wir haben den Clown, wir haben den Psycho, wir haben den gebrochenen Mann, wie ihn jetzt Joaquin Phoenix gespielt hat. Wir haben den Mafia-Boss, wie Jared Leto ihn porträtiert hat. Man kann einfach die verschiedenen Varianten nicht vergleichen und dementsprechend habe ich mich wirklich sehr auf die Darstellung von Joaquin Phoenix gefreut, weil jetzt im Unterschied zu dir, Yasin, mir haben die Trailer sehr gut gefallen. Mir auch. Und ich weiß nicht, ich hatte von Anfang an dieses gewisse Feeling. Der Film hat mich aufgrund seiner Thematik, dass er auch in den 80ern spielt, einfach direkt mitgerissen. Und ja, man hat nicht direkt diesen typischen Comic-Flair und diese Atmosphäre. Und da wären wir wieder da, wo ich definitiv der Meinung bin, deswegen mag ich DC einfach mehr. Ich mag dieses Düstere, dieses Zynische und teilweise tatsächlich dieses leicht Depressive in DC. Und
wenn ich einen Charakter habe wie den Joker, dann natürlich, der Joker ist ein Clown, der kann Witze reißen, aber auf diese eine Art und Weise. Und wäre der Film jetzt stilistisch wie, ich weiß nicht, wie Shazam oder von mir aus wie Justice League, wo Batman plötzlich auch Witze reißt, dann wäre der Film meiner Meinung nach ein riesen Flop geworden. Ja. Aber für mich ist Joker einfach wie Salz in der Wunde der Gesellschaft. Also der Film drückt es mit aller brachialer Gewalt tiefer und tiefer in die Wunde und zieht einen, je länger der Film läuft, immer tiefer herab in dieser Spirale aus, ja, aus Depression, aus Hass, aus Wut und zeigt einfach sehr drastisch, was passieren kann, wenn schon gebrochene Menschen immer weiter Leid erfahren müssen, wenn immer weiter auf sie eingetreten wird von der Gesellschaft und ja. Wortwörtlich wie im übertragenen Sinne. Ja, ganz genau, das stimmt. Und dieses Gehypte, die Leute stürmen aus dem Kino, weil sie ihn nicht ertragen, hört man ja öfter. Mhm. Und aber bei diesem Film kann ich mir vorstellen, dass wenn du wirklich krank bist, wenn es dir wirklich schlecht geht, ja, und du sagst, ey, cool, ein Joker-Film, Dark Knight hat mir gut gefallen, gehe ich mal rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sagen, das ertrage ich nicht. Ja. Das kann ich, also ja, das ist natürlich auslösen, ne? Völliger Quatsch, dass die Leute rausstürmen, bla bla bla, da stürzen sich wieder alle clickbait-mäßig hier auf die, weil irgendwelche Leute rausgegangen sind. Aber runtergebrochen auf das, was da ausgesagt wird, ich kann mir das vorstellen. So, es ging mir wirklich schlecht mit diesem Film. Ich habe ihn geguckt und es war so unangenehm. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich mir geht selber schlecht, ich bin gebrochen, ich bin in Therapie, ich bin selber schwerst depressiv, irgendwie sowas, kann ich mir vorstellen, dass das nicht zu ertragen ist, den zu sehen, den Film. Aber ja, es könnte doch auch heilend sein, vielleicht, sowas zu sehen. Ach, also ich glaube nicht. Leute, ja, ja gut, dafür ist das Ende doch zu düster, ne? Ja, also ich habe schon Filme gesehen, wo ich mir dachte, ja, das ist vielleicht auch für Leute, die aus der Szene kommen oder ähnlich krank sind, dass das so einen heilenden Effekt haben kann. Aber bei Joker hast du schon recht, wahrscheinlich eher nicht. No. Der war schon sehr Gänsehaut erzeugt. Ja, wie gesagt, wir haben mit Joker eine Abwärtsspirale, die definitiv grafische und drastische Gewalt zeigt. Es ist am Ende nicht diese wirklich überdurchschnittlich krasse Gewalt, die Leute da veranlasst, aus dem Kino zu stürmen. Also, tut mir leid, da habe ich schon deutlich Heftigeres gesehen. Das auf jeden Fall, ja. Es ist einfach die Figur. Die Figur. Der Joker polarisiert seit jeher. Wir haben jetzt einfach diese andere Variante, die einfach, ich leg mich fest, Joaquin Phoenix hat den Oscar mehr als verdient für seine Darbietung. Ja. Definitiv. Und meiner Meinung nach, was mir auch extremst gut am Film gefallen hat, wir haben nicht nur diese wirklich wahnsinnige Darstellung des Charakters und diesen Impact, den der Film auf einen als Zuschauer ausübt, verstärkt wurde es für mich definitiv durch den wirklich grenzgenialen Soundtrack und Score von Hildur. Also, ja, der Soundtrack war super. Also ich saß, ungelogen, 2 Stunden auf 180 im Kino, einfach weil ich dauerhaft diese Anspannung hatte. Was passiert jetzt? Was passiert mit ihm, also mit dem Joker, mit Arthur Fleck? Was passiert in der nächsten Szene? Und gerade gegen Ende, also da gibt es Szenen, da, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte noch nie solch eine Gänsehaut und ich möchte es jetzt nicht sagen. Ich möchte nämlich jetzt keinen spoilern, weil aus Sicht eines Comic-Fans ist die Szene schon wirklich wahnsinnig gut. Kannst du sie anteasern? Was du meinst? Fände ich jetzt auch interessant. Zorro. Zorro? Zorro. Ja. Okay, dann stehe ich auf dem Schlauch. Wurde Zorro... okay, das Ende? Sein. Das Ende? Das Ende? Mhm. Ja, okay. Okay. Und genau, ja, das genau fand ich zu ganz dieser nett, besagten ja. Szene möchte ich auch nochmal kommen. Tatsächlich, der Film legt
so dermaßen viel Wert ins Detail. Also wir kriegen im Laufe des Films nebensächlich die Info, Gotham City hat eine Rattenplage. Und gegen Ende, es fällt wahrscheinlich keinem auf. Mir ist es vielleicht auch nur durch Zufall aufgefallen, aber gerade gegen Ende, wo wirklich viel passiert im Film, sieht man plötzlich eine Horde Ratten durch eine dreckige Gasse laufen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ey, das hätte wahrscheinlich kein Schwein vermisst, wenn es nicht drin gewesen wäre. Aber in dieser Moment, man erinnert sich urplötzlich, ey, die haben doch eine Rattenplage und hey, da sind ein paar Ratten. Grandios. Mega. Ja, das stimmt. Was bei mir noch ohne genaue Wortwahl, ohne zu spoilern, man hat es, glaube ich, im Trailer gesehen, aber Arthur Fleck läuft die Mauer entlang und landet vor einem Tor. Szene kleiner Junge am Tor. Ich glaube, es war im Trailer, aber ich habe mir den letzten Trailer bewusst nicht angeguckt. Da habe ich auch richtig Gänsehaut bekommen, weil das war wirklich, wirklich, wirklich cool. Man wusste genau, was los ist, man weiß genau, was kommt, auch wenn es nicht gezeigt wird im Film. Ja, das war ganz, ganz gut. Da hätte ich eine Frage zu, und zwar, vielleicht habt ihr das anders mitbekommen. Das, was die Mutter behauptet hat, ohne zu spoilern. Ja. Die Mutter, was die behauptet hat am Ende, oder was, woran sie geglaubt hat, beziehungsweise ihr wisst, wovon ich rede? Ja. Ich finde, das wurde im Film jetzt nicht tatsächlich verneint, oder? Ja, nee, nicht direkt. Nee, man kann viel, viel, viel spekulieren. Also es lässt schon Spekulationsraum da, ne? Weil darüber habe ich ganze Zeit nachgedacht. So, ist das jetzt so? Ist das nicht so? Jeder, der den Film sieht, weiß, was ich meine wahrscheinlich. Ja, das also, ist schwierig zu besprechen. Ich glaube, es ist nicht so. Also tatsächlich, ich glaube, richtig besprechen könnte man es höchstens im Spoiler-Talk. Genau, da müsste man... Okay, Und es gab ja eine große Joker-Besprechung. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich versuche es jetzt mal in Worte zu fassen. Es gibt Momente im Film, da fragt man sich wirklich, was ist jetzt Wirklichkeit? Also was hat Arthur Fleck wirklich erlebt? Was hat er sich vielleicht nur eingebildet? Ich möchte jetzt auch echt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber allein diese Tatsache, der Film ist jetzt, lass mich jetzt nicht lügen, seit 2 oder 3 Monaten draußen und er beschäftigt mich immer noch. Ja, das, definitiv. Also es gibt nicht viele Filme, die mich wirklich so lange nachdem ich sie gesehen habe, noch so dermaßen beschäftigen, die mir Fragen aufbringen. Und genau das zeigt mir einfach, dass die Macher, Daumen hoch an Todd Phillips, einfach wissen, was sie tun. Und Joker ist für mich einfach in allen Belangen ein Meisterwerk. Ja, ich fand den auch ganz großartig und das kann man, glaube ich, so abschließend so stehen lassen, oder? Ja. Eine Frage hätte ich aber. Heath Ledger oder Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Wenn ihr euch entscheiden müsstet. Ganz klar, Joaquin Phoenix. So sehr ich Heath Ledger super finde, in der Art, wie er den Joker verkörpert, ist es für mich Joaquin Phoenix. Dem stimme ich auch zu. Jared Leto brauchen wir ja gar nicht erwähnen, oder? Nee. Ich find die Frage tatsächlich schwierig. Tatsächlich tanze ich jetzt einfach aus der Reihe. Ich will mich nicht festlegen, weil ich kann mich nicht festlegen. Weil der Fakt ist, in den Comics habe ich so viele verschiedene Joker-Varianten gesehen. Es gibt für mich nicht die eine Joker-Variante. Es gibt, wie gesagt, zig Varianten dieses Charakters und jeder einzelne passt in ihre Story wahnsinnig gut rein. Deswegen, der Heath Ledger Joker würde nicht in der Welt von Joaquin Phoenix Joker funktionieren. Das stimmt. Genauso wenig würde wie heißt der jetzt, der gute Mann? Jared Leto? Nee, Tim Burton. Der alte. Jack Nicholson. Jack Nicholson, dankeschön. In Batman. Schande über mein Haupt. Genauso wenig würde Jack Nicholson in die Welt des Dark Knight aus 2008 passen. Deswegen, man kann es einfach nicht vergleichen. Nee, ich mache das auch nur anhand der Darstellung. Also ich vergleiche nicht, welcher
Joker gefällt mir besser, sondern einfach anhand der Verkörperung des Schauspiels, wo mir einfach Joaquin Phoenix noch ein bisschen besser gefällt. Ja. So, also daran habe ich es festgemacht, nicht. Ja. Aber ansonsten ist es einfach wirklich schwierig, ja. Das stimmt. Ja. Ist das dann unsere. Das war der Film, der wahrscheinlich in jedem Adventscast jetzt auf jeden Fall besprochen wurde. Mindestens einmal. Ja, kann man von ausgehen, wir, ja. Wir haben 4 Adventstage, oder? Also dann wurde der Film 4-mal besprochen. Ja, plus ja, den großen Joker-Talk vorher. Sorry also. Für die Monotonie. Genau. Ja. Nee. Habt ihr noch Tops, mit denen man jetzt vielleicht eher nicht so rechnet in den anderen Casts? Keine Ahnung. Ich denke mal, einer, der mir sehr gut gefallen hat, wird bestimmt in irgendeiner Form mal besprochen worden sein. Das ist tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ich bin riesen Tarantino-Fan. Definitiv. Und ich habe mich dementsprechend auch wahnsinnig lang auf diesen Film gefreut. Ich mag auch die ganze Thematik um die Manson-Morde. Also, ich verabscheue diesen Mann für das, was er tat. Auf der anderen Seite, die Musik, die er gemacht hat damals, die ist verdammt gut. Deswegen, ich finde den Charakter Manson einfach sehr tragisch. Aber um da jetzt nicht so sehr abzuschweifen, ich finde es wahnsinnig gut, dass die Thematik gar nicht mal so sehr auf den Manson-Morden an sich und Charles Manson liegt im Film, sondern am Ende im Film passiert nicht viel. Aber genau das ist es, was den Film für mich so sehenswert macht. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht paradox sein, weil der Film geht auch relativ lang. Aber tatsächlich kam der Film mir, ja, ich weiß nicht, der Film kam mir zu kurz vor. Also ich hätte auch gerne nochmal die doppelte Länge des Films im Kino gesessen, weil ich einfach so fasziniert davon war, wie das Leben damals in den 60ern so abgelaufen ist. Und die Tragik in den Figuren. Leonardo DiCaprio, grandios. Brad Pitt, meiner Meinung nach noch viel grandioser. Die Szene, wo er auf der Manson Farm ist und sein Kumpel besucht, das ist für mich wieder eine richtig klassische Tarantino-Szene und dazu einfach super authentisch gedreht. Und ja, also der Film hat Schwachpunkte. Ich finde tatsächlich das Kapitel, sag ich jetzt mal, um Sharon Tate, da wurde ein bisschen Potenzial verschenkt. Aber ja, Tarantino verneigt sich einfach wieder vor so vielen Größen Hollywood, vor so vielen, was er liebt. Also Spaghetti-Western haben hier also wieder... Also Füße. Ja, Füße tatsächlich auch, wieder, ja. An der Autoscheibe. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass Tarantino jedes Mal Füße zeigt. Ja, das ist sein Fußfetisch, das ist tatsächlich, das stimmt, ja. Ja, nee, genau. Ich geh da voll mit, ohne dass wir jetzt noch so lange drüber reden müssen. Wir sind auch schon ordentlich dabei von der Zeit. Der Film hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist ganz großartig. Und was Sharon Tate angeht, ich habe also auch von vielen gehört, dass es vielleicht die einen sagen, okay, Sharon Tate, irgendwie wird sie nur gezeigt, wie sie ihren Alltag lebt und irgendwie passiert nichts. Wo ich aber sage, Manson wird so wenig gezeigt und er zollt diesem Mann so wenig in diesem Film, was ganz, ganz bewusst ist, dass er einfach nicht viel Screentime bekommt. Und andererseits zeigt er Sharon Tate einfach, wie sie ist oder wie sie war, muss man ja sagen, leider. Und gibt ihr viel Screentime, zeigt, was sie für eine Frohnatur war. Und dann sitzt sie auch noch im Kino, das ist jetzt kein großer Spoiler, guckt sich ihren eigenen Film an und den Film auf der Leinwand ist nicht helf mir. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Verdammt, wie heißt denn unsere hübsche Schauspielerin, von der wir gerade reden? Margot Robbie, sondern der Film selber zeigt einen Film von Sharon Tate mit der echten Sharon Tate. Und das sind so Kniffe, da zeigt Tarantino nicht nur die Liebe zum Film, sondern auch, wie er den Respekt zollt. Und ganz groß, ja. Sollte das Tarantinos letzter Film sein? Nein, das war der 9. ne? 9. Der 9. 10 will er aufhören, glaube ich. Genau. Okay. Jetzt will er erstmal irgendwie ein Theaterstück und ein Buch und eine Serie, irgendwie sieht ganz viel vor. Star Trek ist auch noch im Gespräch. Ja. Aber schweifen wir jetzt nicht ab. Genau. Ja. Ja. Haben wir die Tops durch, wa? Yes. Ja, oder? Mein Top.
Ja, Joker war ja schon dabei, genau. Den Film habe ich nicht gesehen, aber welcher Film vielleicht öfter erwähnt wird noch, ist Midsommar. Den fand ich nicht schlecht. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ari Aster sowieso, ich weiß nicht, warum ich dem Typen noch keine Zeit geschenkt habe. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ja, das ist ja auch der Macher, der Hereditary gemacht genau, hat, deswegen, oder? Ja, ja, deswegen, ja. Ja. Und ich fand, Midsommar war jetzt nicht so extrem gruselig wie Hereditary, aber ähnlich krank. Mhm. Und der hat einen richtig geflasht. Der Film, man geht aus dem Kinosaal raus und dachte sich so, was zum Teufel habe ich in den letzten 20 Minuten eigentlich gesehen? Okay. Und da muss man echt aufpassen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und zu sehr darüber nachdenkt, halt lieber an. Ja, das ist richtig. Ich bin nach Joker auch 2 Stunden von Magdeburg, da wo ich ihn geguckt habe mit einem Kumpel, liebe Grüße an der Stelle, falls er sich anhört, nach Hause gefahren. Das ist schon, ja, muss man sich konzentrieren. Ja, man träumt da so ein bisschen und man denkt so drüber nach. Und der Film, der war echt auf im Nachhinein angenehme Art und Weise richtig krank. Also da gab es auch Drogenszenen, da gab es richtig verdruckte Sachen. Da gibt es irgendwelche traditionellen, okkulten Zeremonien. Und manche Szenen waren auch sehr lang gezogen, wo auch einfach mal 2 Minuten nichts passiert ist. Die Kamera hat auf etwas draufgehalten, es ist nichts passiert und auf einmal passiert etwas und man hat was viel Krasseres erwartet, aber der bricht so ein bisschen die Erwartungen, die sich während des Films auch aufbauen und wird immer kranker und dann gibt's da sogar eine Sexszene, die war wirklich... Da ist ein Mann, der mit einer fremden Frau jetzt Sex haben soll. Spoiler ich gerade? Wäre das ein Spoiler? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Leider. Ich kann auch nichts zu sagen. Ja, dann Spoiler. Es gibt auf jeden Fall eine ziemlich kranke Sexszene. Mehr sag ich dann. Ja. Und damit hast du mich. Genau. Ich glaube, dafür gibt es auch kürzere Filme. Das ist richtig. Ja. Ja, und Endgame will ich erwähnt haben, auch wenn das für dich eine Enttäuschung war. Ich fand ihn besser als Infinity War. Mhm. Deswegen, nice. Aber darüber haben wir schon geredet, über Endgame. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, sind wir durch oder was? Fällt euch noch ein Film ein, den ihr unbedingt erwähnen wollt? Nö, nicht also wo ich jetzt sage... Meine Tops und Flops, die sind hier drin. Ja. Ja, den Eltern mit Kindern kann gesagt sein, guckt euch Drachenzähmen 3 an, habt ihr eh schon getan und damit wäre die Pflicht auch getan, ebenso wie Frozen 2 und Toy Story 4. Und Toy Story 4, auch noch gekommen. Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Ist der gut? Ich fand den super. Jo, okay. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, wow. Aber ist ja auch schöner Kinderfilm. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Können wir allen nur ein schönes Fest wünschen. Frohes Fest. Und eine schöne Bescherung. Auch von meiner Seite aus. Fröhliche Weihnachten. Überall. Überall. Auch in Gotham. Ja. Macht's gut. Genau. Ciao. Okay. Ciao. Tschüss.